Halli und Löchen, liebe Freunde, zurück zum weiteren TCG Opening. Wow. Okay. ja, wie ihr sehen könnt, wir haben nochmal zwei Summer Center echter Stahl-Kollektion, weil wir bei Game Show Mali, Hashtag No Werbung, also unbezahlte Werbung, zweimal Summer Center und zweimal Zacian vorgestellt hatten und es gab aber Lieferverzögerungen. Da haben wir uns ja meine Summer Center Box so schon gekauft, also jeweils eine. Die haben wir schon aufgemacht in dem Video. Und jetzt haben wir die halt nochmal und sag doch einfach, dass es wir nicht aushalten konnten, die gekauft haben und dann haben wir es einfach nochmal gekriegt. Ja, genau. Genau. Um das mal kurz zu fassen. Wir machen die jetzt auf und dann machen wir so ein kleines Beat-the-Box-Format draus. Wir haben bei unserem Lieferanten Bestellportal, also bei GameShop Mali quasi, haben wir pro Box 30 Euro bezahlt. Das heißt, jeder von uns muss versuchen, 30 Euro irgendwie reinzukriegen. Mhm. Wir werden das versuchen, so ein bisschen abzuschätzen, je nach Hitrate natürlich. Aber das Endergebnis seht ihr natürlich dann, sag ich jetzt mal, richtig. Wenn ich dann quasi cutte, sehe ich ja dann auch die richtigen Preise. Also von daher, seid uns nicht böse. Ja, wenn ich rede, wäre das unpraktisch. Ja. Seid uns nicht böse, wenn das jetzt vielleicht nicht auf den Punkt genau richtig ist, sondern erst dann beim Schneiden dann auf den Punkt ist. Ne? Also eben, wisst ihr, was ich meine. So, wir packen aus und dann sind wir sofort wieder da. Dann, herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben ausgepackt und wir möchten euch natürlich nichts vorenthalten, sage ich jetzt mal. Wir rechnen natürlich auch die PIN, die Figur und die Codes ein. Also wir haben jetzt, sage ich jetzt mal, jeweils 7 Codes. Für die Booster-Codes würde ich quasi 10 Cent berechnen, ungefähr. Dann sind wir bei 60 und für den Kollektionscode haben wir gesagt, würden wir 50 Cent berechnen. Das heißt, wir würden 1,10 Euro schon quasi abziehen jeweils und wären dann ungefähr bei 28,90. Die Promokarte von Summer Center ging, glaube ich, auf Card Market, als ich das letzte Mal gucke, für 5 Euro weg. Mhm. Das ganz heißt, schön viel, viel hoch. Ja. Schon verrückt. Das heißt, wieder 5 Euro weg, das heißt, wir sind ungefähr bei 23, 24 Euro. Mhm. Was würde man für so eine Figur, denkst du, nehmen? Hm. Ja, 5 Euro. Wenn die, also bei den Summer Center Schnauzen war das ja meistens so, also wir haben jetzt gute erwischt, ja, glaube ich. Ja, beide zwei gute erwischt. Da sind diesmal die Kiefer nicht so zerschoben. Die Oberkiefer, ja. Ja, also wenn die in einem guten Shape ist und keine Hundehaare, wie bei uns dran ist, oder nicht so doll verkratzt ist, ja. Ist jetzt ja auch keine, irgendwie keine Farbe abblättern, kann man auch mal. Okay, sagen wir mal 5 Euro für die Figur und keine Ahnung, was man für so einen Pin bezahlt, 1 Euro. Ja. Ja, also nochmal 6 Euro weg, dann sind wir ungefähr bei 18 Euro. Ja. Ja? 18 Euro, die wir beide jetzt noch reinholen müssen. Genau. 18 Euro ist zum Beispiel ein Rainbow Glurak. Ja, dann zieh's mal. Ja. Ich glaube, Rainbow Glurak ist ein bisschen mehr wert als 18 Euro, oder? Ja. Ja, also. Also da wären wir down, auf jeden Fall ein bisschen im Plus. Bisschen, also du. Ich wäre dann ein bisschen im Plus. Ja, ich müsste dann wahrscheinlich erstmal noch abwaschen gehen. Ich möchte mit dieser Karte zahlen. Ja, genau. Schon wäre es schon lustig, wenn man das könnte, mit Pokémon-Karte zahlen. Definitiv, ja. Definitiv. Ja. Und auf eBay, da gibt es natürlich bestimmt die Figuren schon ein bisschen weniger Geld. Aber das kommt auch wirklich so auf den Shape an. Jetzt ist es natürlich frisch geöffnet. Ich glaube, wenn man die Figur sogar dreht. Ah, schon wieder. Wow! Unglaublich. Wäre doch jetzt lustig, wenn es nochmal die gleiche wäre. Nee, diesmal ist es die Fran. Die Fran. Wir haben nämlich gerade lustigerweise auch nochmal die Sachien-Boxen geöffnet. Also nicht nochmal, aber wir haben die geöffnet. Gemein, ja. Und da war auch in Nach der Flamme eine Full-Arena-Karte drin. Ja. Das war diesmal die Lola. Ja. Und es ist schon ein bisschen lustig. Ist schon schön. Ja, es ist vor allem wieder witzig, dass du dir diese Kollektion auch wieder gegriffen hast, ne? Habe ich das? Du, beim Display habe ich übelst verschissen, als ich als erstes ja, gegriffen habe. Ja, das ist ein Opening von ja? Nee. 20.000. Nee, das nehme ich immer noch sehr ernst. Ah ja. Punkt. Ja. Ah, hahaha. Ha, ha. Also Punkt. 18 Euro, mein Kuchen, weiß nicht, 100 Fehlerkarten von damals. Das würde ich jetzt gar nicht so hochsetzen. Also ich glaube, die ist auch nicht mehr so viel nach den Flammen. 4-5 Euro vielleicht, wenn es hochkommt. Ich glaube, viel mehr wert sind die nicht mehr.
Nix. Naja. Kommt halt drauf an, ich kenne halt auch diese. Warte mal, wir können ja mal gucken, ob es eine spielbare Karte ist. Lege zwei Karten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Wenn du das machst, lege eine Energie von einem Pokémon deines Gegners auf deinen Ablagestapel. Ja, könnte ich. Wie gesagt, waren wir noch nicht so drin. Nee, das könnte aber spielstark an sich sein. Und wenn die, wie gesagt, in gutem Shape ist, apropos hier mal ein paar Codes, haben wir lange nicht mehr gemacht. Sonne, Mond natürlich, Ultra Prisma, Spaß. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja, stimmt. Und ich habe ja gesagt, meine Wette gilt immer noch, wenn ich das Rainbows mehr postiere, ne? Das ist alles euers. Alles eure Codes. Und ich werde das einhalten, bis ich dieses Mepo, Rainbow, VMAX, alles. Alles. Ziehe. So. Alles. Ich habe jetzt hier Ultra Prisma. Erstmal. Ja. Ich liebe dieses Woolpix Artwork. Ich liebe das, wie die alle zu dritt zu spielen. So, Mono. Und eins. Wieder ein Holler. Ja, wieder ein Holler. Ein Holler. Ein Holler. Ein Holler. Weil das ähnelt sehr der Station Box. Station-Radbox. Ja. Gerade ich gerade ein bisschen Déjà-vu rein. Ein bisschen. Ja, ein bisschen ist schon mal. Ja, aber wenn es jetzt das war, dann war es das anscheinend. So, was ist denn hier? Ich bin schon wieder rumgeknurrt. Rumgeknurrt? Ich doch nicht. Okay. So, gucken wir mal, ob Ultra Prisma hier ein bisschen was gönnt. Ich würde gerne meine Prisma-Karte wieder sehen. Schämen. Oh. Und ein Knackrack. Okay. Ja, wieder nix. Noch nichts. Naja, ich meine, so lange ist gar nicht her, dass du einen gesehen hast. Als wir das aber Zelda-Box aufgemacht haben, hatte ich einen Garantie. Jetzt kommt der rein. Ja. Diesmal ist aber bis jetzt meine Summer Center-Box besser. Mhm. Und ich glaube, ich bin schon. Sagen wir mal, die Frame geht wirklich für 5 Euro weg, ja? Ja. So grob. Wenn, ja. Ja, bist du ungefähr bei 13 Euro. Und was ist ein Buddha an Holo? Was würde es gehen? 20, 30 Cent? Ja, wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ja. Aber wir können ja doch nochmal kurz. Oh, bei 13,50 ja. Dann. Es gibt ja auch viele Angebote. Schnappen. Nochmal ein Holo. Okay. Sagen wir, wir müssen jetzt grob bei 13 Euro. Zwar übrigens Welten im Wandel. Falls ihr euch fragt, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind hier. Wir sind da. Okay. Ich hab gerade gedacht, ich habe eine Tag-Team-Karte übersehen. Welten im Wandel, die erste bei mir. Schauen wir mal. Bisher habe ich noch nichts gezogen. Also ich bin immer noch 18 Euro im Minus. Das ist jetzt ungefähr wahrscheinlich bei 12 plus ja. Minus. Plus Minus. Marshadow wieder als normale Rare. Schreiben wir dann als Kommentar, ob das jetzt auf unsere Vermutung stimmt oder nicht. Ja. Wie gesagt, die richtigen Preise schaue ich dann natürlich nach und dann werdet ihr natürlich auch sehen. Wo wir hinten raus dann gelandet sind, aber jetzt mal so grob überschlagen. Ja, deswegen, also nicht wundern, wenn ihr dann denkt, hä, ich habe auch eine Fran und die ist voll irgendwie 1000 Euro wert und der sagt, das ist eine 5-Euro-Karte, hat er gar keine Ahnung. Ja, alle Preise haben wir natürlich auch nicht im Kopf, ja. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Dadurch, dass wir auch mit dem Set kaum was zu tun haben, ja, hat man natürlich auch gar keine Traurig, Vorstellung. Aber wahr. Und man muss ja auch bedenken, was ich auf jeden Fall im Kopf hatte. Wir gucken uns noch schnell den Kit an. Peinlich. Diese ganzen Rainbow-Karten aus Sonne und Mond soll ja wirklich vom Preis echt stark fallen sein. Ja, die sind richtig gesunken tatsächlich. Ich meine, das kann natürlich auch schon wieder hin und her gehen, aber das ist schon traurig. Hab ich so. Bisschen, ja. Weil die halt so selten sind und irgendwie sind die dann halt nichts wert, so richtig. Das ist halt echt ein bisschen schade, ja. Am Anfang. So, jetzt brauche ich aber mal langsam was hier, Freunde. Kann ja wohl nicht angehen. Ah! Ah ja, ich krieg auch langsam ein Déjà-vu. Das ist ja echt verrückt. Ein Quirtle in Character Rare. Und ein Loser Dean. Yay! GX. Bestimmt 1,50 Euro. Ja, bestimmt. Und die Character Rare ist bestimmt auch nicht so viel wert. 2 Euro vielleicht bestimmt. Noch. Also 2 Euro kriegt man eine Character Rare. Okay, also sagen wir mal 3,50. Ja, da bin ich immerhin schon bei 14,50 Euro. 14? Ich würde die auch nicht teurer verkaufen. Wir verkaufen ja auch manchmal Karten und ja. Sind auch wirklich, also wir sind beide welche, die muss sagen, ja, wir sind da sehr verhandelbar. Ja, definitiv. Ja. Und wir haben so viele Karten, auch vor allem Brühlkarten, das ist dann,
Da sind wir auch mal nett. So, ja. Flammende Finsternis. Ich möchte, wie gesagt, mein Rainbow Snap hoch. Jetzt sofort. Mhm. Ich will's. Oh, ein wunderschönes Milotic. Lugia. Okay. Okay. Das war das Milotic mit dem guten Effekt, ja. Mhm. Ja, schlecht. So, Flammende Finsternis, die erste. Wie auch bei Sejin mache ich zuerst Inferno Pot auf. Mhm. Ach ja. Und dann Olanga. Olanga. Vielleicht gibt mir das diesmal ein bisschen mehr Pack-Luck. Duodino Dartigness. Wieso? Bautz. Raffle. Weberak. Ignivore. Nochmal ein Weberak in Reverse. Und eine Tech-Taste in Holo. Not bad. Ja, 20, 30 ein Cent. Ein Hit sind mehr als bei der Sachian-Box. Ich habe auch schon einen Weberak. Ja, wir sind so grob bei 14 Euro. Du bist immer noch bei 12. Ungefähr. Ja. Wir gucken mal, ob Glurak uns was gönnt. Hey, hab ich mir nicht so ein Zor? Das lenkt mich ab. Also wie gesagt, auf ein... Also, Weberak, Ignivo. Ja, du pustest die weg. Genau. Liebe Botas, ein Golbit, ein Eneko, ein Visenior und bei mir habe ich noch was. Was Kleines. Ramos. Nein, hab ich nicht. Was für diese Kargoron... Da bin ich natürlich auch sehr gespannt, weil Card Market ist sie bestimmt nicht unter Kargoron gelistet. Das wäre halt auch... Ja, was gibt man da denn ein? Na, wahrscheinlich schon Enikoro, aber muss man halt dann... Ich denke, das ist schon unter Enikoro halt gelistet. Es kommt halt auch drauf an, ne? Ob das... Also wir verfolgen ja keine englischen Openings, aber es wäre interessant... Ja, tatsächlich. Ob das in diesem englischen Bereich auch so ist. Ja. Oder generell. Nein, das steht da nicht. Im deutschen Flavor. Vogelprofi. Sonfel. Pummeluff. Dumise. Ein Klick. Garstella. Flammy. Ja. Patinaraya in Reverse. Oh! Okay, das nochmal hin. Expert, komm schon. Dann bist du. Ah, dann bist du. Expert! Als V-Karte. Ich weiß nicht, X-Bad ist sehr viel wert. Also, ich glaube, es ist eine 15-Euro-Karte, kann das sein? Na, bei mir waren es letztens noch 18. Okay, ist schon wieder ein bisschen her. Also, sagen wir mal, wir richten uns mal nach 15 ungefähr, als Richtwert vielleicht. Dann bin ich bei plus 1 Euro. Wow. Vielleicht. Vielleicht auch nur bei plus 50 Cent, ich weiß nicht. Und du bist leider bei minus 12 Euro, außer die Friend ist tatsächlich eine Menge wert. Das werden wir dann beim Videoschnitt sehen. Ja. Und aber jetzt so grob geschätzt habe ich das ganz knapp geschafft, auch nur aufgrund des X-Bart. Ja. Und 3 Hits in einer Box ist schon echt gut. Ist schon stark. Also du hast die Connection mit Summer Center. Definitiv, ja. Und von jedem ein bisschen was. Ja, kam alles sehr spät, aber es kam. Ja. That's what he said. Yeah. So, aber... Sehr schön. Ja. Für dich. Coole Kollektion, definitiv. Also ich finde das schön, dass viele verschiedene Booster drin sind. Wir müssen uns noch was einfallen, was der Gewinner irgendwie, weil das können wir ja nicht so stehen lassen. Nee. Man muss ja auch mal da seinen Glücksgriff so ein bisschen so. Definitiv. Und ich würde mich jetzt erstmal bei euch bedanken. Oder wir bedanken uns natürlich. Fürs Einschalten. Ja. Lasst gerne ein Däumchen, ein Abo und einen Klick auf die Glocke da. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich auch gerne das in die Kommentärchen schreiben. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten und wir sagen Tschüss. Bis dahin. Tschüss.